Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir zum Thema Realismus-Mods im LS19. Wie es der Titel schon verrät, werden wir uns heute mal gemeinsam die Forge-Extension anschauen und dafür ist natürlich niemand Geringeres da als der Alien Paul von der Farming Agency. Grüß dich! Hallihallo! So, du hast uns die Forge-Extension mitgebracht und wirst uns wahrscheinlich erzählen, um was es sich da genau handelt. Ja, das würde ich gern tun. nachdem wir ja uns das letzte Mal gesehen haben im Mais Plus Video, ja, wo wir noch sagten, wir wollen an der Fütterung nichts ändern, auch wenn sie so sehr eingeschränkt ist, ja, haben wir gedacht, okay, wir ändern einfach die komplette Fütterung und ändern da doch ein bisschen was dran. Ein bisschen, okay. Ja, es gibt so zum Start gibt es halt so ein Paket von uns, was ich dann halt in Maps einbaue, besteht aus Klee, Luzerne, Möhren, Zwiebeln und Ackergras, wo wir netterweise vom guten Bernie SCS eine Freigabe für bekommen haben. Das ist halt sein Vermehrungsgras, also Gras, das man auch dann dreschen kann. Okay. Alles andere ist komplett in die Fütterung mit reingeflossen, außer den Zwiebeln. Die werden später noch genauer behandelt. Das heißt, du kannst also alle Futtermittel, die neu dazugekommen sind, auch komplett in der Ration verwenden. Okay. Das heißt, die ganze Tierration ist etwas ausgiebiger geworden. Du kannst gerne mal die Menüs von den Tieren zeigen, was da jetzt alles so drin ist. Können wir mal zusammen durchgehen. Ja, sehr gern. Fangen wir bei den Kühen an. Fangen wir bei den Kühen an. So, bei den Kühen hat sich einiges getan. Zum einen sind die nicht mehr auf einer seriellen Fütterung, sondern auf einer parallelen. Das heißt, die Mischration ist auch noch da, aber ist nicht mehr hier aufgeführt. Ich sehe schon, ja. Die agiert so ein bisschen wie bei den Schweinen jetzt, das Schweinefutter. Das heißt, du machst eine Mischration und wenn du die fütterst, verteilt die sich gleichmäßig auf die einzelnen Balken. Ja. Außer aufs Heu. Das Heu haben wir bewusst rausgenommen. Das musst du separat füttern, weil auch das war bislang im LS eigentlich keine wirklich wertvolle Futtermittel-Gedönse. Ne? Ja, ja. Hat sich also nicht gelohnt, Heu zu machen. Mhm. Und hier lohnt es sich halt jetzt, Heu zu machen. Mhm, weil es separiert ist, ja. Ja. Du hast auch nicht mehr das wie früher hast du ja erst, du hast TMR gefüttert und dann haben die immer erst TMR gefressen. Und wenn das weg war, haben die erst die anderen Komponenten gefressen. Und jetzt geht es im Prinzip gleichmäßig runter, wie es gleichmäßig hochgeht beim Mischen, oder? Mhm, ganz genau. Mhm. Also wirklich genau wie beim Schweinefutter. Okay, super. Du kannst dich ja gern mal in den Mischer setzen. Ja. Da hat sich nämlich auch ein bisschen was getan. Mhm. Ein paar Komponenten mehr jetzt drin. Da sind ein paar Komponenten mehr drin, auf jeden Fall. Also da ist das besagte Heu halt nicht mehr mit drin. Ja. Da ist Mais-Silage drin. Da ist GPS drin. Da ist Gras-Silage drin. Da ist Stroh drin. Dann für den Kraftfutteranteil hast du Soja, Gerste, ja, ja, CCM, und Saftfutter kannst du auch füttern, wie halt zum Beispiel Zuckerrüben oder Kartoffeln. Ja, okay. Ja, das kann man dann ganz gut erkennen. Ich habe immer meine Problemchen so mit den kleinen Symbolen, aber kann ja man erkennen. Der große Unterschied oder der große Vorteil an der Mischration ist halt auch der, du kannst das Getreide, also das Kraftfutter und das Saftfutter nur über die TMR füttern. Ja. Das heißt, es wird nicht im Trog von den Kühen angenommen, es sei denn, du fütterst es in der TMR. Das ist so eine Aufwertung von den anderen Futtermitteln auch wieder. Okay. Und normalerweise ist Heu ja ein Strukturfutter. Würde man vielleicht mit in den Mischer reinpacken, aber wir haben halt gesagt, okay, man hat das Stroh schon drin als Strukturfutter und da halt auch so ein bisschen die Wertigkeit, ne, anheben. Ja, ist gut, finde ich gut. Ganz kurz, bevor wir weitermachen, wir befinden uns hier auf der Ewelsbach. Ja, vom guten Agi. Und das ist die Ewelsbach V2, die irgendwann jetzt kurz nach dem Video dann auch rauskommen wird. Die ist vollkommen Forage Extension ready. Das heißt, die wurde von mir vorbereitet für wirklich alles, was das Skript zu bieten hat. Plus das Manursystem von Wobster ist verbaut.
AG hat ein paar kleine Fixe gemacht, die, glaube ich, in der V1 noch waren. Und ja. Ja, super. Das, also State of the Art im Prinzip. Ja, und sehr, sehr, sehr nett von ihm, dass wir hier drehen dürfen. Auf jeden Fall. Vielen Dank an der Stelle dafür. Wo möchtest du hin? Ich gehe dir einfach nach. Wenn wir den Weg hier vorwärts gehen oder wollen wir zum Schweinehof? Ach komm, wir gehen mal zum Gras. Wir gehen mal zum Gras. Also zum Ernten. Ja. Da habe ich dir hier mal einen schönen alten Mähdrescher hingestellt. So, ja. Realismus, Qualm, Staub. Oh, um das gute Vermehrungsgras bzw. Ackergras hier zu dreschen. Oh, da sehen wir also auch dann direkt schon mal eine der Fruchtarten, die dazugekommen sind. Ne? Mhm. Das gute Ackergras. Okay, ich schwing mich einfach mal hier eben rauf. Ach, der Sound einfach herrlich. Der ist natürlich wirklich nicht schlecht. Freunde, ich habe jetzt kein Lenkrad dran. Muss da nur geradeaus fahren. Ich muss da nur geradeaus fahren. Gehen wir ein bisschen weiter weg, bei mir wird's laut. Ja. Und wie du siehst, das sehr überständige Gras, was halt sehr überständig sein muss, damit du es dreschen kannst. Ja. Kannst du zum einen halt den Grassamen ernten. Ja. Und wenn du die Schwartablage drin hast, dann kommt halt hier hinten Gras raus, was du auch dann weiter zu Heu oder zur Silage verarbeiten kannst. Ja. Die Überlegung war eigentlich, weil das Gras sehr, 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 sehr trocken ist, wenn man es halt drischt, das als Heu rausfallen zu lassen. Ja. Aber der ein oder andere möchte vielleicht doch noch wenden oder möchte Silage draus machen und deshalb haben wir es halt so gelassen. Ja, okay. Sprich, das, was ich dann jetzt hier dresche, wird ganz normal in einem Verkaufspunkt verkauft, oder? Genau, das verkaufst du so, wie du Weizen, Gerste verkaufen würdest. Mhm. Wir haben noch nicht wirklich den Sinn gefunden, das jetzt als Futtermittel oder so zu verwenden, weil dafür ist es eigentlich zu teuer. Ja. Und eine Vogelfutterabpackanlage, nee. Nee, also ich hab jetzt meine Fruchtfolgetabelle nicht im Kopf, aber ich glaube, das kann man auch sehr gut nochmal mit als Zwischenfrucht ansetzen, oder? Zumindest in der Fruchtfolge sehr gut mit einbauen, von daher. Das ist eben noch der Punkt, Zwischenfrüchte, Fruchtfolge, da fehlen ein paar Sachen und die kommen wir hier halt noch mit dazu, aber gucken wir uns ja noch mit an. Ja. Was hierzu nur noch kurz zu sagen ist, also das ist jetzt der erntereife Zustand zum Dreschen. Ja. Etwas jünger sieht es etwas anders aus. Also kommt halt wirklich so ein bisschen der Ackergras-Charakter ein bisschen mehr raus, wo man dann halt auch Silage von machen kann. Also das sieht nicht immer direkt so aus, sondern es hat vier oder fünf verschiedene Stufen. Ja. Also du musst es nicht dreschen, du kannst es auch als Ackergras einfach machen. Cool. Also das heißt, ich kann es auch theoretisch in niedrigen Wachstumsstufen ganz normal abmähen. Genau. Prima. Mhm. Cool. Wenn du dann halt sagst, komm, ich mache ein bisschen Grassamen, dann machst du das so. Ja. Okay. Super. So, hier drüben stehen ein paar Krone-Geräte. Aha, sehr gut. Weil hier auch der gute Klee, der auch mit dazu gekommen ist, verbaut ist natürlich. Ja. Der ist so noch nie im LS gewesen. Der ist von unserem Martin Big M ganz neu gemacht worden. Also Premiere. Wird allerdings auf allen Maps auftauchen, die halt das Forage Plus Extension Ready Siegel haben. Ja, sprich, also um das auch nochmal zu erwähnen, das ist jetzt kein globales Skript, was sich in jede Map reinschreibt. Nee. Die Maps müssen entsprechend vorbereitet sein, aber... Genau, also um das so ein bisschen zu erklären, unser Skript arbeitet im Prinzip auf jeder Map, die Mais Plus Ready ist, hundertprozentig, weil dort auch genügend High-Types vorhanden sind. Ja. Alle Futtermittel und Früchte, die du hier anbaust zum Füttern, wenn die nicht auf der Map sind, kannst du die im Shop kaufen. Kannst du gerne ja mal zeigen, wenn du magst. Das heißt, bei Paletten? Bei Paletten ist was und bei Ballen ist was.
Ja, hier hinten. Bei Paletten sehen wir, wir sehen einmal eine füllbare Palette. Ich nehme an, dann für Ernte, was man Ernteerzeugnisse dann entsprechend abfüllen kann. Genau, kannst du Möhren oder Kartoffeln oder halt auch die Zwiebeln direkt in eine Palette packen. Und wir sehen eine Karottenpalette schon mal direkt. Warum separiert die Karottenpalette? Weil die Karottenpalette, wenn du sie gefüttert hast, leer gemacht hast, verschwindet. Okay, Und ja. die andere Palette ist halt, Ah, okay, verstehe. wenn du Ja. damit einlagern möchtest. Verstehe. Das heißt, dann bei den Ballen. Genau, bei den Ballen haben wir noch was. Rundballen Klee-Silage, Rundballen Alpha-Alpha-Silage und Rundballen CCM. Das ist auch dadurch, dass wir mit der Forage Extension im Prinzip eine Beispielration, will ich es mal nennen, Ja. in der Animal Food haben, wo halt diese Futtermittel vorhanden sind und gefüttert werden. Und wenn du die nicht in der Map hast, wäre Ja. es natürlich blöd, du könntest und du könntest die Map Stimmt. dann nicht spielen. Stimmt. Ja, das ergibt Sinn. Okay, Na? verstehe. Ja. Also so kann jeder, der halt, wie gesagt, genügend High-Types hat, bestes Beispiel halt die meist Platz Ready-Karten, Ja. kannst du dir das kaufen und damit füttern, wie du möchtest. Ja. Und stehst nicht da und denkst, ja, toll, kein Klee, keine Ja. Luzerne, keine, ne? Genau, na gut, zweiter Aspekt ist ja auch noch, wir haben jetzt Seasons nicht aktiv, ganz einfach, weil ein Spielstand in der Vorbereitung mit Seasons, das funktioniert nicht, ne? Wir Ja. brauchen immer alles fertig, aber natürlich ist Seasons kein Problem. Nee, es ist sogar tatsächlich absolut für Seasons ausgelegt. Richtig. Wir hatten einen Bug, den wir nicht wussten, nämlich dass diese Ballenmission mit Seasons nicht geklappt hat mit dem Mais Plus. Und auch das ist gefixt. Also man kann jetzt auch die Silageballenmission machen und auch beenden. Okay. Ganz großer Dank an Rakin dafür, für den richtigen Doi in die richtige Richtung. Dann silieren die neuen Früchte alle unter Seasons halt auch langsam. Also nicht wie Ja, es jetzt ja, so ist, so ja. presst, wickelt und ist blub Silage, Ja. sondern silieren langsam. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Tage die brauchen, aber ist halt nach Seasons Standard. Ja. Ja, der Klee und die Luzerne wachsen auch nach dem Winter, was ich gelesen habe bei sehr vielen Maps, die früher Klee und sowas hatten, nicht der Fall war. Okay. Sind auch voll eingebunden in Seasons, auch in die Fruchtrotation. Sehr schön. Also, wir werden das ja auf dem Radespielstand ebenfalls haben. Das heißt, wir werden es hier und da sehen und ich denke, es wird auch, sobald es draußen ist, sehr häufig überall aufploppen. Ja, wir haben es halt auch zum Beispiel in die Bunkersilos mit eingefügt. Also das heißt, die Maps, die Klee und Luzerne verbaut haben und das nach der Naming Convention gemacht haben, also sprich nach den Fülltypen und Fruit Types, die von der Mod Company jetzt mal gesammelt worden sind für den Global Market und so. Ja. Die also ganz großen Dank da an Castor, der hat da eine wahnsinnige Mühe sich gemacht, so eine Riesenliste zu erstellen. Und da waren noch zwei, drei andere dann beteiligt. Aber halt nach dieser Naming Convention ist halt auch das komplette Mais Plus und Forage Plus eingetragen. Und jeder, der sich in seine Map jetzt Klee oder Luzerne oder so verbauen möchte und macht das nach dieser Convention, kann halt voll mit dem Skript auf seiner Map spielen und das nutzen. Sehr schön. Dann wird es halt auch in die Bunkersilos mit eingetragen. Also neben Grassilage, Maissilage, GPS und CCM ist dann halt auch Klee und Luzerne-Silage automatisch mit drin. Sehr schön. Prima. So. So, wir Willst du haben. mal, willst du Ja? mal gucken, wie wir auch die Krone-Sachen mit eingebunden haben? Ja, unbedingt, weil das ist natürlich spannend. Strohbergung Set-On ist ja nicht allzu lang her. Umso schöner dann solche Geschichten zu sehen. Sag mir, was ich tun soll. Erstmal diese wunderschöne Krone hier bewundern. Also, da muss ich ja Fred und seinem Team auch wahnsinnig für danken für dieses geniale Add-on. Also, ich liebe das. Ich habe das im Ja. 17er schon gefeiert. Ja, Tito. Und ja, der liebe Herr Jackaroo und der liebe Herr Wobster haben uns halt auch natürlich ein bisschen unterstützt, weil wir halt auch so ein Partnerverein von den Jungs sind. Wir haben die Freigabe, die Kroneballen auch zu verwenden und mit in die Map einzubinden. Und das haben wir gemacht und haben die dann halt auch Alfalfa und also Klee und Luzerne ready gemacht. Ja. Also dieser Kleeballen hier ist mit der Krone-Presse gepresst. Ja, ich denke, das kann man auch sehr gut erkennen von der Textur her. Und wenn du dich mal auf den Wickeltrecker schmeißt, dann wirst du feststellen, dass du diesen Ballen auch mit dem Wickler wickeln kannst.
Ja, es tut sich was. Ich bin gerade etwas irritiert. Der Sound deines Trackers in deiner Aufnahme ist besser als bei mir in-game. Also, okay. Ich genieße das gerade. So, abladen. Ich muss erstmal gucken. Ich weiß immer gar nicht, wo das alles auf der Tastatur ist. Z. Ja, wenn du einmal rantrittst, dann hast du halt okay, das, Silage, was du im Vanilla-Game hast. Das ist halt direkt Silage. Ja, gut. Und hast den Seasons nicht. Nee, hast den Seasons nicht. Das heißt, im Seasons kann man dann natürlich mit seinem Prüftool rangehen, gucken, wie der Status ist. Oder im Global Company natürlich. Genau. Und da steht dann Silo Klee. Mhm. Und zwar, das ist wieder wie auch mit Mais Plus damals, dieser Silo Gras Fill Type, den mussten wir dazu nehmen. Wie auch damals, dass man Klee und Luzerne auch im Fahrsilo festfahren kann. Ja, okay. Das heißt, das Skript prüft auch, ist auf der Map der Fülltype verbaut, also ja. Luzerne oder Klee. Ja. Ist es da, schmeißt es das ins Bunkersilo mit rein und du hast automatisch die zwei Fülltypes. Ja. Und kannst damit loslegen. Prima. Also, es ist halt wirklich schön, so kommen halt wirklich viele Sachen Schlag auf Schlag. Dann kommt das Strohbergungsset und geht das und das wieder nicht. Kommt eine Forge-Extension, die auch noch mit dem Strohberg zusammenarbeitet. So sind einem zumindest nicht so viele Steine in den Weg gelegt, also auch bei der Fahrzeugauswahl. Ja, wir haben halt auch das ein bisschen rausgezögert. Also, es waren jetzt ein paar Faktoren. Wir hatten auch intern noch ein paar Sachen. Deshalb wird halt auch die CCM-Extension schätzungsweise 14 Tage später erst geupdatet, wobei alles von der Forage Extension und Mais Plus läuft mit der alten Version von der CCM Extension, 100%. Ja. Ja. Aber wir wollten halt nicht in diesen Supportstau von dem Manursystem und von Strohbergung jetzt auch noch reinschießen. Ja, ist nachvollziehbar, ja. Weil du hast mitbekommen, wie wenig die Leute über die High-Types immer noch wissen. Ja. Und Das, also wir bringen, glaube ich, mit Seasons, Strohbergungs-Add-on und Forage und Mais, wir bringen, glaube ich, 20 oder 21 neue High-Types dazu. Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesen-Step, der gerade dort in dieser Richtung unterwegs ist. Das kann komm mit, ich zeig dir mal was Schönes. Guck ich, mal hier. Ich renn mal mit. Ach guck, hier haben wir direkt das nächste, Luzerne. Ist noch nicht in der vollen Blüte, die ist die hat 8 Wachstumsstufen und die wird nachher richtig lila noch. Ja, na stark. Ist natürlich auch voll mit im Seasons, voll mit in den Krone Sachen mit drin von Creative Mesh und sehr schön. Übrigens, die beiden Früchte funktionieren auch mit der Rundballenpresse, also von 1,10 Meter bis 1,80 Meter hast du da auch dann Klee und Luzerne Ballen. Ja. Zu beachten, beim Silieren natürlich nur auf 1,30 Meter bei der Rundballenpresse. Ja, ne? Das müsst ihr euch so. Okay. Ja, beide Früchte sind in die Fruchtfolge integriert. Also, inwieweit wir das jetzt noch mit wirklich als Zwischenfrucht, Leguminose und Düngestufen und so weiter hinbekommen, das sind Sachen, die muss ich halt mit den Mappern klären. Das müssen wir halt in der Map machen. Wenn dazu extra nochmal ein separates Update kommt, ist das aber alles komplett Safe-Game-schonend. Also da muss kein neues Safe-Game für gemacht werden. Ja. Sondern wir sind halt da dran, jeden Tag kommt ein bisschen was dazu und spannend. Also natürlich ist dann klar zu sagen, mit dem Forge Extension bietet sich's natürlich sehr stark an, ein neues Safe-Game zu machen. Es wird auf jeden Fall sehr empfohlen, ja. Weil das haben die letzten Wochen halt gezeigt. Definitiv, ja. Ich kann es auch eigentlich immer wieder nur nochmal sagen, Standard Vanilla sind 31 High-Types, das sind alle Haufen, die man auf den Boden kippen kann. Ja. Sprich, wenn man hier diesen Klee mäht, wie wir das hier vorne gemacht haben, ja. Und das liegt hier auf dem Boden, ist es ein High-Type. Ja. So, und dann wird da draus noch Heu, dann wird da draus noch Silage, dann Das summiert sich einfach. Ja. Und es wird alphabetisch geladen. Also A ist 1, B ist 2, C ist 3 und jetzt nimmst du B raus, dann wird auf einmal C 2. Ja, ja. Und alles durcheinander. Ja. Und deshalb, es lohnt sich dafür wirklich einen neuen Safe anzufangen, aber es wird dann wohl auch für lange, lange Zeit kein neuer mehr sein müssen, wegen
High-Types, weil jetzt ist eigentlich alles dann draußen. Ich denke auch, ja. Das klingt super. Also das ist eine schöne Information und ich denke, das freut dann auch viele, weil die Motivation geht auch irgendwann verloren, wenn du zum dritten, vierten, fünften Mal anfangen musst. Ne? Also jetzt hier, wenn man jetzt anfängt und sagt, man möchte beispielsweise noch Strohbergung mit reinnehmen und die Forage Extension mit reinnehmen, dann hat man wirklich ein Rundumpaket mittlerweile. Damit kommst du eine Weile hin. Ja, ich würde auch einfach empfehlen, dass man wirklich sich die Sachen ins Safe Game packt, aktiviert und wenn man vielleicht gerade im Moment keine Lust hat, die zu spielen, dann spielt man sie nicht, aber man nimmt sie mit rein, weil dann hast du immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich spiele es dann doch. Ja. Weil etwas rausnehmen oder nachträglich wieder reintun, wirft alles durcheinander und dann hast du halt wieder die Probleme. Ne? Ja, ja. Und es sind leider unwahrscheinlich viele Halbwissende draußen in den Netzen und in Facebook und so. Und dummerweise, die Fakten verbreiten sich nicht so wie dieses Halbwissen, was da geteilt wird. Ja, aber das ist halt normal. Es ist teilweise, würde ich auch sagen, den Leuten dann gar nicht mal so schwer anzulasten. Es ist einfach so. Sollen wir mal schnell zu einem Schweinchen hüpfen? Willst du mal kurz ins Schweinedisplay gucken? Dann brauchen wir da nicht hinlaufen. Ich könnte mal kurz ins Schweinedisplay gucken, ja. Da hat sich ja auch ein bisschen was bei der Fütterung verändert. Ja, definitiv. Ist ein bisschen variationsreicher. Was man jetzt leider nicht sieht, weil wir es jetzt ohne Seasons zeigen. In Seasons sind natürlich auch Kartoffeln und Zuckerrüben und Karotten wieder mit dabei. Das ist, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist was, worauf ich schon so lange warte, weil ich nicht verstanden habe, warum unter Seasons Schweine keine Zuckerrüben oder Karotten, also Karotten sowieso nicht, aber keine Zuckerrüben, keine Kartoffeln zu fressen bekommen. Ich auch nicht. Von daher ist es wirklich schön, dass es jetzt mit drin ist. Und ich kann es bestätigen, ich hätte schon mit Seasons geladen, es ist definitiv drin, ja. Na komm, dann rennen wir mal weiter zu den kleinen Sachen. Warum? Ich kann ja jetzt auch mal schnell laufen, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich habe ein Upgrade zu letztes Mal. Oh, konntest du da nicht schnell laufen? Das tut mir leid. So, wir haben mal Möhrchen. Möhrchen, ja. Die Möhrchen sind von dem guten Oxygen David die Texturen etwas überarbeitet worden. Das sind noch nicht die finalen Texturen, aber es sind die um Welten besseren, als die wir vorher hatten. Okay. Es ging alles so ein bisschen holter die Polter. Die letzten Wochen hat sich echt viel bei uns getan. Wir haben mit super vielen Leuten Partnerschaften und Team-Ups gemacht. Ja. Forage kommt jetzt auch in Australien, in Amerika, in Großbritannien, in Holland. Überall kommen halt Maps damit. Das ist für jeden was dabei. Und die Möhrchen werden tatsächlich bei uns so geerntet. Es gibt ja verschiedene Arten von Möhren. Es gibt ja Farbmöhren oder extra diese Karotinmöhren oder Futtermöhren, Speisemöhren. Bei uns werden die tatsächlich so geerntet, wie du das hier machen kannst, indem du das Kraut abschlägst mit dem Krautschlägel. Wenn du willst, kannst du ruhig mal fahren. Ja, sehr gern. Vielleicht klingt der auch besser. Der klingt viel besser als bei mir. Ich frage mich, warum. Ja, also im Prinzip das Prinzip wie beim Kartoffelernten auch, das Kraut abschlagen. Ja. Mit dem schönen Lindner. Ja. Auch mal kurz Grüße raus ans Lindner FSL-Team, Bucher. Und danke an David Lindner für diesen wunderschönen Traktor hier im Spiel. Ich hoffe, glaube, da kommt noch mehr. dann kannst du die halt mit dem angepassten Kartoffelroder. Ja. Aber bevor du gerade den Motor startest. Ja. Tatsächlich, ich habe jetzt, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das Bild irgendwo zwischendurch einblenden. Mhm. Ich habe ein Bild gepostet, da ist ein Grimme Kartoffelroder tatsächlich auch genau so die Möhren am Ernten. Allerdings ein Selbstfahrer. Mhm. Der hat hier vor den Häcksler und nimmt da mit den Kartoffelwerkzeugen das auf, weil die Möhren normalerweise in einem Damm sind. Ah, okay. Habe ich versucht, die Kartoffeldammtextur hier drunter zu machen, aber es sieht schlimmer aus als so, weil die Reihen müssten dann so weit auseinander sein. Also auch das jetzt ein kleiner Kompromiss. Ja. Ne? Ja, aber gut, also ne, ich glaube, da kann man mit leben. Ich schmeiße mich mal rein. Ja, ja. Hat du Möhrchen? Ja, sieht gut aus. Und da kommen sie oben raus. Okay. Sehr schön. Dann mach die Möhre mal wieder aus. Ja, es lärmt etwas. Ja, du kannst gerne, wenn du magst, hier bei den Zwiebeln
auch nochmal kurz damit fahren. Ich habe extra keinen Ernter jetzt dazu gestellt, weil vom es Prinzip ist das gleiche Prinzip, ja. Auch hier sind die Texturen wiederum von Oxygen David ein bisschen angepasst worden, ein bisschen verbessert worden. Da kann ich zu sagen, dass wir mit einem holländischen Modding-Team uns verpartnert haben, die eine komplette Zwiebelerntekette bauen. Okay. Also das heißt, wie es in Real Life ist, du hast vorne einen Häcksler, du hast hinten einen Roder, der es auf den Schwad legt. Und dann hast du einen umgebauten Kartoffelroder, wie es in Real Life ist, mit einem anderen Vorsatz, der dann aus dem Schwad die Zwiebeln aufnimmt. Prima. Mhm. Dazu kommen dann halt von den Jungs auch noch komplett neue Texturen. Ah, okay. Aber der Vorteil ist halt, wir bringen halt die Zwiebeln jetzt jede Map rein. Ja. Und somit haben die halt eine gute Starthilfe dafür. Ne? Ja, klar. Ich guck mal eben schnell in den Shop. Auch was die Kartoffeltechnik angeht. Bei der Kartoffeltechnik verstecken sich die beiden Ernter Karotten und Zwiebeln. Die sind mit in den Maps verbaut, die auch dieses Siegel haben. Ah ja. Wie auch übrigens haben wir eben vergessen bei Luzerne und Klee. Es sind bei den Pressen, ist die Original-Presswickelkombi und der Original-Scherenwickler auch mit dabei in einer Alfalfa und Clover-Version. Genau, Clover, Alfalfa, Klee, Luzerne. Das heißt, man braucht, um die Maps, die das Siegel haben, zu spielen, keine zusätzlichen Mods. Es wird alles geregelt durch die Map. Prima. Hierzu gibt es noch zu sagen, ich habe die Schläge dazu getan, weil man sagte, ja, aber. Gut, ich habe gesagt, ja, aber. Okay. Man kann es auch mit den beiden dazugefügten Rodern direkt ernten, ohne zu schlägeln. Ja. Ist halt so eine Abstufung in Realismus. Wer es mag, macht so. Wer es nicht mag, macht es anders. Genau. Korrekt. Aber man kann halt, ne? Genau. Ich kenne es von Kartoffeln nicht anders. Wir haben da auch einen Krautschlag vorher gemacht. Da wurde auch gesagt, brauchst du nicht machen, kann der Keiler so. Richtig, aber man kann es ja trotzdem. Also, wie du schon sagst, ne? Passt das. Ja, und es ist halt so ein bisschen auch die Vorbereitung dann zu dem anderen. Dann lernen die Leute schon mal ein bisschen, dass man da was abhäckseln kann. Prima. Super. Tja, ich glaube, wir haben die Schafe noch nicht besprochen, ja. Die Pferde noch nicht besprochen und die Hühner noch nicht besprochen. Korrekt. Da kämen wir dann allerdings auch zu drei Tierarten, die nicht direkt mit der Forage Extension eine großartige Veränderung bekommen, sondern direkt mit der Forage Extension mit mir eine andere Veränderung bekommen, weil wie du mitbekommen hast, ich baue ja für die Mapper die Karten mit dem ganzen Paket und biete denen halt auch an, dass man Stroh und Mist bei den Schafen, bei den Pferden und auch bei den Hühnern machen kann. Ja, cool. Das wird oft gefragt bei den Schafen, weil es halt, normalerweise du mistest halt die Schafe auch aus. Ja. Bei den Pferden hatte, glaube ich, der Ludi in der Holzer-Map das sowieso gemacht, dass man da ausmisten konnte. Und ja, die Hühner sind halt so absolut nutzlos im LS, finde ich. Also. Ja. Und da gibt es halt auch die Möglichkeit, die mit Mist und Stroh ein bisschen aktiver zu gestalten, wenn die Hühnergehege entsprechend ausgelegt sind. Ja. Also es ist jetzt nichts, was ich jetzt erfunden habe oder so, sondern das haben andere auch gemacht, aber ich biete es halt an, dass ich es dann den Leuten direkt mit einbaue und anpasse. Ich hier noch machen, ist in der jetzt heutigen Version von der Map noch nicht, aber es kommt rein bei den Schafen. Ja, auch für die Zuschauer jetzt im Nachgang, also zu der Zeit jetzt, überschlagen sich wirklich Ereignisse im stündlichen Takt fast schon, also ja. Ja, ich komm wirklich so nicht. Ich meine, ne, ich tue so schnell und so gut ich kann, aber es ist ja immer noch ein Hobby, wie ein Weiser mir gestern noch sagte. Okay, klar. Ich bin mal bei den Schafen drin, aber fütterungstechnisch sehen wir da auch schon Unterschiede, definitiv. Ja, warte, ich hüpfe nach. Genau. Auch da natürlich die neuen Fruchtarten, Futtermittel mit eingebunden. Ich habe die alle so verteilt, wie sie nach guter landwirtschaftlicher 30-jähriger Praxis zu füttern wären. Ja.
Oder und aber, wie es Giants zulässt. Okay, ja. Wir hätten gerne viel, viel mehr Food Table gemacht, weil du hast auch gerne bei den Schafen noch einen Salzleckstein oder einen Mineralleckstein oder Ja. anderes Futter. Aber leider, leider, leider sind wir auf die vier beschränkt und alles, was ich da ändere, nimmt dann wieder von denen, die jetzt da stehen, was weg. Okay. Und das ist halt echt mega schade. Ja. Aber wir haben schon mal ein bisschen mehr als sonst. Das ist schon mal schön. Kleines bisschen, ja. Das Gleiche haben wir bei den Pferden halt dann auch. Ja. Wurde ich wahnsinnig oft nachgefragt, warum Pferde keine Grassilage haben. War in der alten Version so nicht wirklich. Ja, es war nicht, es wäre schon möglich gewesen, aber nicht in dem Umfang, wie wir es jetzt gemacht haben, weil wir haben natürlich auch die Futterwerte, wie du unten siehst, also die Ja. Effektivitäten davon halt auch angepasst. Und Grassilage für Pferde ist eine Grassilage, die so ab 50% Trockensubstanz hoch zu 60, 65, 70% hat, spätgemähtes Gras ist. Und das kann man jetzt zum Beispiel mit dem Vermehrungsgras, mit dem Ackergras Ja. so ein bisschen simulieren, weil du hast ja keine Trockensubstanzgehalte. Ja. Ja, ob du jetzt das junge Gras mäst oder das alte Gras, das ist im LS nachher Grassilage. Oder mit Richtig, uns ja. Grassilage. Im LS ist es nur Silage. Ja, das stimmt. Ja, Ja. und da hat man dann so ein bisschen, wo man sagen kann, okay, ich muss für die Pferde Grassilage machen, dann mache ich halt dieses Feldgras, wenn es halt spät ist und dann mähe ich das. Das ist natürlich eine schöne Idee, ja. Das Heu und das Luzerneheu, also Luzerneheu wird recht gerne bei Zuchtstuten und Rennpferden gegeben, weil es halt ein Eiweißlieferant ist. Okay. Und auch das hast du ja jetzt mit in der Map verbaut. Also du kannst halt auch Luzerne Heu machen. Ah, cool. Und ja, wer weiß es nicht, Pferdchen lieben Möhrchen. Ja, das stimmt. Ich hasse das, diese Futtersäcke Möhren immer zu holen bei uns zu entfernen. Das war Hölle. Die Ja. fressen die recht gerne. Ja, und auch das habe ich halt, oder haben wir dann halt auch ein bisschen Ja. eingetragen. Wenn man unten jetzt sieht, wenn man das jetzt zusammenrechnet, siehst du, dass das nur 10% Ja. ausmacht von der Effektivität, weil die natürlich nicht so viel davon fressen können, sollen. Ja, Also klar. auch das ist ein bisschen angepasst. Okay. Ja, und die Huhns, ne? Die Hudens, ja. Die Huhns, darf ich hier mal so kleine Schleichwerbung Danke sagen machen? Bitte. Weil die Huhns, da fällt mir sofort Workflowsen ein von Vertex. Und der gute Mensch hat alle neuen Icons, also alle neuen ja, Shop-Icons von Mais Plus Forage Extension und der CCM Extension gemacht. Also er hat für uns die Shop-Icons gemacht. Oder muss ich, da habe ich jetzt noch gar nicht. Meinst du jetzt in den Verkaufsstellen? Nee, das neue Logo, mehr oder weniger. Ach so, ja. Ja, das ist auf seinem Huhnsmist gewachsen, weil er seine Seite Huhns hat, deshalb fiel mir das gerade so ein. Also vielen lieben Dank daraus, das hat unglaublich. Also ich hatte eine Vorstellung davon, wie es damals war, so 80er, 90er Jahre, die Futtersäcke. Und er hat gesagt, ich mach da mal. Ja, wie du siehst, hier ist jetzt auch kein Mist und kein Stroh dabei, Ja. weil er gar keine, eigentlich keine Hühner hier hat. Und das Placeable, was wir jetzt hier gesetzt haben, ist ja das Ja, Standard. genau. Und in Standard ist es halt schwierig, das einfach so reinzubauen. Da müsste halt wiederum ein extra in die Map eingebautes dann sein. Ja. Und das würde ich dann wohl machen, aber ist jetzt hier nicht mit dabei. Aber auch da hat sich die Fütterung ein bisschen verändert. Ja, definitiv. Weil du schmeißt den Hühnern ja auch schon mal Rüben, Äpfel, Kartoffeln, was auch immer alles hin. Ja. Wir haben es auf Rüben und Karotten beschränkt. Ja. Aber ja. Ist Schön. halt machbar. Super. So, und wo wir gerade bei dem Futter sind, wir bringen noch was mit der Forage Extension. Okay. Und zwar eine komplett modulare, anpassbare Fütterung. Okay. Das Das bedeutet. heißt, Mapper, die von uns das Paket bekommen automatisch, so wie Seasons einen separaten Ordner in der Map hat, bekommen die einen separaten Mais Plus Ordner. Ja. Da ist dann die Animal Food drin. Ja. Und dort
kann man, wenn man zum Beispiel, wie das bei der Sandy Bay ist, die hat von Oxygen David, die hat Kälber. Mhm. Und die Kälber bekommen Milch. Mhm. Und unser Skript überschreibt die Standard Husbandry Food Definition, die die Leute schon mal in der Map haben. Okay. Also sie wird komplett genullt. Ja. Aber die fragt, hey, gib es hier noch eine besondere und schaut dann in diesem Ordner nach. Ja. Und da trägst du halt einfach ein, ob du Hühner, Gänse, Enten, was auch immer hast, trägst die Futter dafür ein und dann übernimmt unser Skript das automatisch und global und fügt es auch in die entsprechenden Geräte, Maschinen, Stallungen und so weiter ein. Ach, ist ja geil. Jetzt könnte ich mir quasi dann, weiß nicht, irgendeinen Kohl nehmen, wenn ich sowas habe und das mit irgendwo reinsetzen quasi. Genau, und das ist halt der zweite Punkt. Wenn du halt jetzt so eine Multi-Dulti 64 Frucht-Map hast, ja, wo du irgendwas anderes Exotisches füttern möchtest, ja, dann nimmst du das, trägst das dort ein und dann kannst du das auch füttern. Okay, das ist natürlich stark. Das heißt, du musst nicht mehr irgendwelche komischen Grauzonen XMLs von irgendwoher holen, sondern wir lesen das ganz offiziell aus, wir printen das ganz offiziell aus und das nimmt es dann auch automatisch mit auf das Skript. Prima. Also kann sich jeder das füttern, wie er möchte, und muss jetzt nicht sagen, jetzt hat der Alien Paul gesagt, ich muss hier Möhren füttern, ich will aber lieber rote Beete füttern. Ja, ja. Dann kann er das machen. Es ist halt nur das, was wir jetzt so als Beispielration mehr oder weniger mitgeben. Sehr schön. Gut, also klar, wie du es schon sagst, Beispielration, genau, sagt er dann alles. Ja. Das heißt also, es läuft eigentlich damit jeder, wirklich mit jeder Map, ja, die genug Hightabs hat. Ja. Und die Namensgebung halt ein bisschen vereinheitlicht hat. Also nach dieser Naming Convention, die jetzt einige versuchen umzusetzen. Okay. Dann passt das. Cool. Ich habe noch was gesehen im Fruchtmenü, im Verkaufsmenü, bei den Verkaufsständen, im Escape-Menü. So rum. Ach ja, hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, ich nicht. Denn das ist mir nebensächlich nur aufgefallen. Ich dachte, okay, ich kann jetzt dann doch sehen, was ist. Ja, da, da bin ich jetzt total unvorbereitet. Ach, sorry. Das ist nicht schlimm, dafür sind wir ja da. Warte, ich muss mal ganz kurz. Da muss ich ein ganz riesengroßes Dankeschön an Thunder rausgeben, der mir kurzfristig die komplette Freigabe gegeben hat für dieses Skript, weil auch das ist ein Skript, was halt unter die Icons die Namen einträgt. Also nein, wir haben keine neuen Icons gemacht und nein, ich habe genauso rumgerätselt, was ist. Und das trägt tatsächlich unter die Icons, egal ob du nach links oder nach rechts scrollst, es ist alles mit gut lesbarem Namen unterlegt. Das ist wirklich Gold wert. Es ist letzten Endes, wenn man so drauf guckt, erstmal nur eine Mini-Sache aus, ist absolut Gold wert, das jetzt zu haben. Ja, und das Skript, das kommt tatsächlich dann auch mit unserer CCM-Extension, die wir, ich schätze mal, so roundabout in 14 Tagen zum Mod-Hub hochladen dazu, weil da kommt noch ein kleines Dankeschön-Bonus-Fahrzeug dazu. Ah ja. Und dann halt auch das neue Icon und das wird dann damit dabei sein. Also, dass man das dann auch hat, weil ich muss ehrlich sagen, ich blick auch nicht mehr durch die ganzen Icons dadurch. Nee, definitiv nicht. Wenn man kann natürlich die von Global Company nehmen. Ne? Ja. Die haben ja sehr viele schöne bunte Icon auch. Ja. Aber wenn man sich jetzt an das so ein bisschen an das von Giants hält und das ein bisschen schlichter mag, genau, hast du halt kaum eine Möglichkeit, da was zu machen. Und ich finde das jetzt super genial. Danke, dass du dran gedacht hast. Definitiv, nee, weil es ist für mich doch wirklich eine Sache, die mir eben auffällt, weil du sitzt einen Meter weg vom Bildschirm so gefühlt und dann hast du die Pellets oder jene. Ist das jetzt Frischmeiß, ist das jetzt Silagemeiß? Ich habe keine Ahnung, ich sehe es einfach nicht. Ja. Sowas halt, und das ist schon cool. Nee, ja, klar. Das so viel Energie und Aufwand und Hektik, wie das heute auch verursacht hat, ich habe es jetzt echt tatsächlich schon vergessen gehabt. Ja, ist ja kein Thema. Das heißt, es wird halt, weil du gerade davon sprachst, dass in geraumer Zeit noch was nachkommt, es geht natürlich noch weiter.
Ja, jetzt, ja, es geht noch weiter. Okay. Die CCM-Extension, die jetzt im Moment im Modhub ist, ist auch die, die mit dem kommenden Mais Plus und der kommenden Forage Extension zu 100% zusammenarbeitet. Aber wir hatten halt ursprünglich geplant, zwei Bonusfahrzeuge zur CCM-Extension zu packen, wovon eins noch keine Keilriemen hat, also das dauert noch was länger. Okay. Und das andere, dem fehlt nur die Luft in den Reifen. Aber wir mussten es halt ein bisschen delayen. Also es wird Ja. 14 Tage ungefähr dauern, dann kommt das halt damit rein und mit dazu. Ja. Was wir weiterhin natürlich bearbeiten werden, sind zum einen die Texturen, weil die von den Möhren und den Zwiebeln, wie eben schon erwähnt, Ja. hier von den Zwiebeln arbeiten wir, hatte ich das gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ja. Wir mit einem holländischen Ja, Modding-Team hast du zusammen, die gesagt, halt, ja. ja, und da kommen halt neue Texturen, aber das ist dann halt was, was mehr oder weniger die Mapper betrifft oder aber die Leute, die in der Lage sind, kurz eine Textur zu tauschen, weil mehr wird es nicht sein. Ja. Also ich möchte wirklich nach allen Möglichkeiten vermeiden, dass nochmal ein neues Save Game erforderlich wird. Ja, das ist gut. Und so wie es ausschaut, wird das auch so sein. Also dass du keins mehr brauchst, nachdem du hiermit jetzt neu gestartet hast, Stroh und Seasons und alles drin hast. Ja. Das sollte es gewesen sein. Ich denke, Ja. dann hat der Spieler aber auch eine Menge an der Hand. Das, Also. ich wollte es gerade sagen, das Paket, was dann mit all dem mitkommt, was man jetzt so hat, ist einfach echt rund und gerade solche Sachen hier bringen ja einfach mal noch neue Arbeitsschritte mit sich, die es so noch nicht gab und verschiedene Fruchtfolgen. Also ich kann nur immer für mich sprechen, für mich ist das Paket dann mittlerweile rund genug. Aber gut, wer weiß, was noch kommt. Ja, ich hoffe auf ein paar Leute, die vielleicht sich ein bisschen ein paar Ideen dazu machen, wie man noch ein paar Maschinen umsetzen kann oder so. Ja. Dann erstmal Dankeschön an Giants, ne, für dieses geniale Spiel, dass wir das überhaupt machen können, weil, ne, muss man auch einfach mal ganz klar Ist sagen. so, ja, ist so. Aber trotzdem so einen kleinen Seitenhieb, Leute, macht die Tiere bitte mal 1:1, weil ich weiß, meine Jungs, die bauen unwahrscheinlich viele Gebäude und dann bauen die 1:1 nach und dann passen die Türe nicht, Tiere nicht durch die Tür, weil die Ja. Kuh eine Presswurst ist. Ne? Ja. Aber das sind halt alles Sachen, die im Ja. Prinzip nichts mehr hiermit zu tun haben. Nee, nee. Okay, das ist eigentlich eine schöne Schlusseinleitung, würde ich sagen. Ich hoffe, wir haben Ja. nichts vergessen. Ich Naja. denke, ja. Wir könnten ja vielleicht, wenn es dann draußen ist, mal ein sehr ausführliches Erklärvideo machen, wo wir halt wirklich die einzelnen Punkte ganz konkret ansprechen und du sammelst vorher einfach mal ein paar Fragen in deiner Community, die wir dann beantworten können oder so. Ich denke, die werden hier schon in den Kommentaren dann auftauchen, wenn Ja. es die Fragen sind. Aber es ist eine gute Idee. Wenn der Bedarf dann da ist, kann man das definitiv machen, vereinzelte Schritte mal wirklich durchzuexerzieren. Finde ich eine spannende Sache. Und es kommen einige Maps, die das volle Paket eingebaut haben. Also der liebe Chris de Boer hat sich die Rade updaten lassen. Genau. Die Geiselsberg, Ellerbach, hier die Ebelsbach. Es sind, lass mich nicht lügen, ich glaube, ich habe die letzten 14 Tage um die 20 Maps gemacht und es kommen nochmal so viel. Also die dann auch wirklich das Badge haben, ne? Also Forage Extension Ready. Von den Ja. anderen, die schon Mais Plus Ready sind, gar nicht zu sprechen. Also. Naja, nee, es ist schon super. Also, ich möchte nicht in eurer Haut aktuell stecken. Ja, ich werde dich mal auf einen Discord einladen, weil ich habe einen Discord eingerichtet, Ja. speziell für die Mais Plus Extensions, wo wir dann halt den Support auch ein bisschen bündeln wollen. Ja. Da werde ich dich mal zu einladen und du wirst dann mit Supporter und dann kannst du mal gucken, was da so Okay, kommt. okay. Den Link kannst du ja vielleicht hier drunter packen oder so. Link packe ich mit in die Beschreibung, ja. Gern geschehen. Super. Ja, okay. Dann danke ich dir dann doch mal für das kurze Video hier an der Stelle. Aber gut, Hast du schnell gemacht. ist das schnell gemacht. Aber es ist halt auch schön, mal ausführlich davon zu sprechen. Oder darüber zu sprechen, auch mal, weiß nicht, vielleicht ein paar Ursachen herzunehmen, ein paar Grundideen, wo was herkommt und wie man sich das gedacht hat, finde ich persönlich immer spannend. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne, dass du mich genommen hast. Immer wieder. Das klingt falsch, aber. Auch, das muss so stehen. Nein, immer wieder gern, weißt du doch. Ja. So, freut mich auch. Ansonsten. Bist ein guter. Das gebe ich gern zurück. Alles, was an Fragen etc. pp., schreibt es in die Kommentare. Ich verlinke alles Notwendige. Und ja, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Paul auch, ne? Ja, tschüss von mir auch. Ich lach mich hier gerade weg. Gute, tschüss.